Und darüber sprechen wir noch mal genauer mit Ingrid Bertram in Köln. Ja, also was können wir jetzt, um es zusammenzufassen, über diese Schleusergruppe sagen? Ja, es ist ein sehr komplexes System, was diese zwei Rechtsanwälte hier aus Köln und der Region da aufgebaut haben. Die sind die Hauptbeschuldigten, aber die haben halt eigentlich ein sehr komplexes System da aufgebaut. Die haben im Ausland eben sehr bewusst wohlhabende Menschen angeworben, haben damit angegeben, dass man hier vom deutschen Bildungssystem, vom Sozialsystem, vom Gesundheitssystem profitieren kann, indem man eben Aufenthaltstitel erwirbt und hier auch Investitionen tätigt und bis hin zur deutschen Staatsangehörigkeit, das wurde hier versprochen. Und das System hat dann folgendermaßen funktioniert. Man hat im Grunde eine Generalvollmacht bekommen. Also diese Anwälte haben Anderkonten eingerichtet und mit dieser Vollmacht dann eben Scheininvestitionen getätigt. Man hat einen Wohnsitz angemeldet, man hat Häuser angekauft, Grundstücke, Scheinfirmen gegründet und über diese Scheinfirmen wiederum Arbeitsverträge eingerichtet und Löhne sogar gezahlt, sodass im Grunde das ganze System stimmt. Und darüber hin hat man dann eben auch Aufenthaltstitel bekommen, die dann letztlich diejenigen Personen dann dazu veranlassen konnten, in Deutschland im Grunde einzureisen oder auszureisen, wie es ihnen halt möglich war. Aber wieso war es denn überhaupt möglich, dass diese Gruppe so agieren konnte? Naja, es wurden ja unter anderem, wie halt im Beitrag auch schon zu sehen war, auch Behördenmitarbeiter ins Visier genommen. 10 Behörden wurden durchsucht. Darunter wurde eine Person jetzt vom Kreis Düren festgenommen. Es stehen aber noch weitere Ergebnisse aus. Und offenbar haben die halt auch davon gewusst. Also dieses System ist schon offenbar 2016 installiert worden, hat seitdem funktioniert. Das ist also über Jahre gelaufen. 2020 haben die Ermittler im Grunde das Verfahren erst eröffnen können, weil sie darauf aufmerksam gemacht wurden durch das deutsche Konsulat in China, wie aber auch durch Banken, die eben Verdacht von Geldwäsche gemeldet haben. Und über diesen Zeitraum hat sich das alles geschleppt. Aber in der Zeit waren wohl auch Behördenmitarbeiter involviert und die wurden bestochen. Und gegen den einen Mitarbeiter ist ja jetzt im Grunde auch eine Anzeige wegen Bestechung erhoben worden. Um das nochmal klar zu sagen, das heißt also, das Ganze ist aufgeflogen, weil es entsprechende Hinweise gab und verdächtige Geldflüsse oder Ähnliches oder Anträge. Genau, also es wurden halt, man hat durchaus in den deutschen Behörden im Ausland erfahren oder ist darauf aufmerksam geworden, dass es halt immer wieder dieselben Antragsteller gab und die halt aber auch mit zweifelhaften Begründungen diese Anträge für Aufenthaltstitel, für ein Visum zum Beispiel gestellt haben. Und dann hat man eins und eins zusammengezogen. Es gab wohl etliche Meldungen wegen Geldwäsche, die gibt es aber wohl sehr viele. Das hat man dann im Grunde zu einem Muster zusammengebaut. Und dann hat man eben gesagt, hier steckt ein System dahinter. Und zu diesem System gehören aber eben auch Behördenmitarbeiter oder zumindest einer, soweit kann man das zu diesem Zeitpunkt eben erst sagen, der davon gewusst hat. Aber da das eben über viele unterschiedliche Regionen, viele Bundesländer ja auch gelaufen ist, es gibt Fälle eben nicht nur in NRW, sondern auch aus dem süddeutschen Raum, so muss man eben sagen, das scheint ein großes Netzwerk dahinter zu sein. Da waren Mitwisser dabei. Das klang schon kurz an, aber so viel Geld, wie dann da geflossen ist, wer sind diejenigen, die die Schleuser nach Deutschland geholt haben? Also diejenigen, die Menschen nach Deutschland geholt haben, das waren ja letztlich zum einen eben hauptverantwortlich diese zwei Rechtsanwälte, die aber eben auch Personen schon hier in eine Bande organisiert haben. Es sind ja 38 Personen, die zu dieser Bande bisher gezählt werden. Und die haben dann wiederum diese Menschen im Ausland angeworben. Das waren wohlgemerkt wohlhabende Menschen. Die haben richtig viel Geld dafür gezahlt, 350.000 Euro im Einzelfall. Und das ist halt wahnsinnig viel Geld, was da geflossen ist. Und damit ist halt erst dieses System entstanden. Und die zwei Rechtsanwälte haben wohl enorm davon profitiert, haben ihr Geld zum Beispiel auch ins Ausland gebracht, in einer Luxuswohnung gewohnt etc. Dankeschön, Ingrid Bertram in Köln.